anfangen, wenn ich will, sagt er. Hi. Jo. Hi. Meine Güte. Was denn? Nichts, nichts. Es ist Luxus, ne? Mhm. So, dich hatte ich also auch schon. Gut zu wissen. Ich glaube, ich war bis ganz unten und musste jetzt gegen die Leoparden-Pinkmütze kämpfen oder mir erstmal die Kiste holen. Ich finde es schön, wie du einfach hier alle schon hattest. Was? Ich habe nur deine Worte wiederholt. Ja. Slowdown. Was? Nee, ist so. Alles gut. Nee, Station. Geh vielleicht mal von der grünen Suppe weg. Naja. In die Station also. Hier kommt ihr nicht durch. Ich werde Venus beschützen. Den treuen Rasierer. Ja, das hast du von mir. Ja, ursprünglich hast du es ja von mir. Von wegen hier Venus embraced und so. Egal. I'm your Venus. Ich hasse diese Werbung und Video dazu. Aber was? Aber was? Oh? Wer hätte es erwartet? Nebel, ja, warum eigentlich nicht? Es ist irgendwie warm. Wer was? Wenn du es denn kriegst. Ich hab Hyperwelle. So, es ist 43, also soll ich mir keine großen Sorgen machen, dass ich das One-Hitze, hm? Nein! So, ein bisschen Kampo mal wenig Sinn, auf weil Unlicht, ne? Sneeble ist Unlicht-Eis, wenn ich richtig liege, oder nur Unlicht? Ne, Sneeble ist... Ne, das müsste Unlicht-Eis sein, also bis macht recht wenig Schaden. Machen wir Geheimpower raus. So, und jetzt mit... Dreifach Kick auf Krankelo. Okay. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen Pokémon, ein bisschen Enters hab. Ja, dann ist da voll. Ja. Ah, geht. Ist jemand aber hübsch. Was hübsch? Ich wollte glücklich sagen, aber gut. Ich ja. Da ist jemand aber hübsch. Was? Beste Anmache für die Bar. Da ist jemand aber hübsch. Gut, das hat er viel gebracht. Ja, okay. Hat es. Hat es tatsächlich. So. Epithets. Dasselbe nochmal. Überleg grad, die Epithets ist Gift und Licht oder nur Gift. Auf jeden Fall. Ja, was machen wir da? Ich weiß nicht, deswegen frage ich ja. Du kannst gerne weiter auf Nebel einkloppen, das ist nicht das Problem. Ich überleg nur gerade, ob Capoeira allzu viel Schaden an wie ich das machen wird. Weil ich es wirklich bezweifle, aber. Ich meine, das ist eh deine einzige Möglichkeit gerade, also haut drauf. Ja. Dann schauen wir mal. Ja, das macht sehr viel Schaden. So bewegt sie eine Schlange, sie hüpft. Auf den Windungen. Hm? Ja. Das entbehrt doch nicht einer gewissen Logik. Ah. War das jetzt gerade der Kreideschrei? Das war gerade der Kreideschrei. In dem sie mit ihren Klauen hin und her geschwungen hat. Ja, so um die letzte Luft aus den Lungen dynamisch rauspressen, was weiß ich. Right. So, Treffen verlegst. Jo, macht viel Schaden. Hab ich irgendwie erwartet.
Diese Bewegungen sehen sehr ungesund aus, möchte ich anmerken. Die ganze Schlange sieht ungesund aus. Ja. So. Mal überlegen. Psyana würde ich jetzt persönlich einsetzen. Oder Mantax, einfach weil 41. Ja, hau raus, komm. Ist egal. Einfach den stärksten trainieren. Ja, wie man einfach irgendwie in der ersten Edition Pokémon Edition jeder gespielt hat, hat man immer sein Starter-Pokémon irgendwie alleine immer als erste Stelle stehen lassen, hochtrainiert und den Rest einfach nur als Beiwerk im Team gehabt. Hat irgendwie jeder im ersten Durchlauf gemacht. Konfusion aufs Nebel. Bipedes. Bipedes, okay. Warte. Nee, Psycho auf Gift macht auf jeden Fall. Ja, passt. Passt, gut. Hoffe ich. Ich glaube, ich habe das richtig im Kopf. Wenn du sicher gehen willst, nimm Turbodreher. Weil eben Kampf auf Eis tut immer noch weh. Okay. Turbodreher ist halt sehr schwach. Ja. Damit kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Also. Aber auch nichts richtig. Und auch wieder. Oh no. Weg ist er. Well, das hat viele Punkte gegeben. Well, das hat viele Punkte gegeben. Deine Angezisme. Well, that didn't work out. Leck mal kurz an, Frost, das ist jetzt die Frage. Ja. Ja, okay. Nimm halt Schneck mal, komm. Immer auf die Kleinen. Aha. Hat echt was gebracht. Sonntag, schön. Bringt der auch so viel? Gerne. Hat er seinen Status-Effekt? Auf wen denn? Aufs Nebel? Denk mal logisch nach. Ja. Wie viele Status-Effekte kann ein Pokémon haben? Weiß ich nicht. Alle gleichzeitig, glaube ich. Nein. Nicht. Immer nur eins. Aha. Da du Paralyse nicht mit Gift mit Gen überschreiben kannst, schlägt einfach viel. Flammenwurf auf Nebel macht sehr viel Sinn, weil du dann Feuer auf Eis hast. Also ja, könntest du wie Peters angreifen mit Flammenwurf. Meine ich damit, ja. Oder nicht auch erst. Oder machst. Na, das ist jetzt die. Gestein auf Gift und Licht oder Feuer auf Gift und Licht. Glaub, das bleibt sich gleich. Flammenwurf hat aber Stab-Schaden. Also Gifte würde ich auf jeden Fall ausbrennen. Von daher. Ja, aber das ist keine Effektivität mit drin. Du kannst den Dreifachkick verwenden, aber dann garantiere ich für nichts. Wie schnell er doch zum Feigling wird. Ja nun, ich will das Vieh haben. Ui! Aufla! Schön, dass Schneckmark den Schaufel nicht mehr miterlebt. Mantax. Einfach weil Schaufler ineffektiv und wirkungslos und alles. Ja. Wenn es denn auf Schneckmark gehen sollte. Das wäre die logische Erklärung. Okay. Ich blick da nicht durch. Deswegen bist du da. So. Ich meine, ich kann die KI in dem Spiel auch echt nicht durchblicken. Die ist so undurchsichtig, aber. Ups, Strafe, bitte. Das glaube ich langsam genug sein, oder? Sollte, ja. Bin mir nicht sicher. Irgendwie Wurfstrahl sehe ich ihn als unglaublich schwach an, aber wir werden sehen. Flashspinat mit dem Blub. Und so. Mhm. Um mal wieder zurück zur Werbung zu kommen. Mantax ist schneller als die Biete, das ist natürlich super. Ach, sag ich doch. Das ist Beschlag, das ist gut, das heißt, ich kann es nächste Runde fangen.
Ich will aber trotzdem erstmal Kampfhandlungen einsetzen, genau. Ja, ja. So, Bodycheck, glaube ich. Du kannst auch weiter mit dem Luftstrahl drauf gehen. Das erste Mal hast du ja nicht getroffen. Ich darf, jo. Adams. Elmin Mu, was nehme ich denn? Drüber, glaube ich. Was ist dir dieses Pokémon wert? Nicht weniger als alle anderen, die ich fangen könnte. Ja, dann würde ich einfach ein Stück Erde werfen. Scherzkeks. Kann man es nur nicht irgendwie loswerden, mal so ganz am Rande. Ich hätte viel mehr Freiheiten. Ich kann jederzeit gehen. Ja, nicht du. Sie. Das erledigt. Oh, der Sonnen! Naja. Was? Nichts, als not. Naja, das muss ich nur frei jetzt. Hast du was gesagt? Immer noch. Nee. Was wird hier eingebildet? Das bilden sich gerade alle Zuschauer simultan ein. Okay. Bodycheck, glaube ich. Glaube ich. Stell sie immer als Frage, stell jetzt mal ein bisschen selbstbewusster. Dann frage ich gar nicht mehr. Das ist eine schlechte Idee, aber du musst nicht alles fragen. Oh, ich weiß nicht, es macht halbwegs gut Schaden. Was? Und so? Was denn? Ja, du bist hier Drachenkick. Ja, das andere macht keinen Schaden. Das wäre eh deine einzige logische Lösung gewesen. Nebenbei, Wassergestein, ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder? Luftstrahl, jawohl. Luftstrahl macht mehr Schaden. Echt? Okay. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Weil von dem nichts effektiven Bodycheck zu erteilen und dem Schaden, den Dreifachkick gemacht hat, würde ich sagen Wassergestein. Ich habe Karasson ja nie selber gespielt, also. Das macht an mir Sinn. Und wer beschützt mich? Keine Ahnung, denn ein der Bodylotion. Und dein Hut. Der Hut, genau. Nicht so, ich in einen Zug steigen und irgendwo hin verreisen. Ja, du kannst ja die Stajon besuchen. Die was? Stajon. Sollte mir das was sagen? Schau auf das Schild. Station steht da. Aber das T an. Ja, das T ist ausgefallen. Deswegen ist es momentan ein Stajon. Guck mal, wie kaputt hier alles ist, wie korrodiert und so weiter. Wunderst du dich da, dass dein Leuchtbuchstabe ausfällt? Weil ja. Da ist eine Giftsuppe da unten. Solltest du aber nicht. Die Giftsuppe hat keine Verbindung zur Leuchtdiode. Doch. Nein. Doch, weil die Kontakte korrodieren können. Aus der Entfernung. Hast du in der Chemiekammer zugehört, wie sie darüber reden, dass die Scharniere in den Regalen, wo die ganzen Ungiftigen und so weiter kommen und hinstehen, das heißt Backpulver, Essig und Gummibärchen, korrodieren, weil der Giftschrank, der irgendwie 15 Meter weiter steht, undicht war. Nö. Ich möchte anmerken, der Giftschrank ist halbwegs in Ordnung gehalten, ne? Nicht so eine komische Brühe wie hier, die noch viel effektiver ist. Nein, weg, nein, lass mich in Ruhe, Vibe. Bitte. Wie man hier einfach nicht zuhören kann.
Das ist Gedankenprojektion, die spricht in deinen Kopf rein. Stell dir vor, der A-Knopf klemmt. So. So in etwa hatte ich das ja schon mal. Hattest du? So in etwa. Die Selbstschuss-Portal-Gun. Och ja. Wer das jetzt nicht versteht, hat unsere Let's Plays nicht alle geschaut und soll sich jetzt schämen. Oi wo. Nee, er soll sich einfach schämen. Er kann sich selber aussuchen wofür, aber er soll sich jetzt schämen. So. Oh wei. Ich glaube, sie hattest du gesprochen. Im späteren Verlauf, ja. Mal gucken. Ist zu lang her. Bevor es hier wieder Ärger gibt, fahre ich zum... Nein. Das ist richtig, mach weiter. Fahre ich zum Labor und treffe mich dort mit Professor Kulpa. Bing. Bing. Nein, nicht schon wieder. Du kannst mich doch nicht immer noch verfolgen. Ich möchte anmerken, Venus Ausrufezeichen, nicht mehr Doppelpunkt. Nö, Venus. Sie hat ihren eigenen Namen genannt. Alles zurück. Jetzt, wo sie uns gesehen haben, können wir unmöglich ins Labor. Diese unglaublich aerodynamische Bahn, einfach. So unglaublich aerodynamisch. Mhm. Warum haben sie die Tür nicht so gemacht? Hey Karl, ich gebe Ihnen die Chance dazu. Ach, auf. So, das hier ist Venus Großrechner. Oder irgendwelche komischen Kisten. Ich glaube, das ist einfach nur Metall. Oder das. Schattenglas? Ja, Schattenglas. Macht was? Gut aussehen. Ein Glas voll Schatten, ein Glas für Schatten, eine Brille für Schatten. Ein Glas voll Dreck. Ja, okay. Schieb das mal nach Tara auf die Stirn. Verstärkt und Lichtattacken. Okay, war das hier? Ja, unten. Da. Irgendwas, versteckt mich, Attacken. Okay. Hab mir doch. Das kann ich benutzen. Musst du geben. Ja, ich weiß, aber. Flinkklaue. Ja. Flinkklaue kann ja deinen Schneckmark tragen, wenn er sonst nichts hat. Ja. Oder am Force. Ja. Auch wenn Schneckback langsamer ist, aber who cares? Mir egal. Nur die harten Mir egal. Noch mal, Alter. Ach komm, ich sitze lieber zu Hause, wo es warm ist. Mhm. Kann ich hier nicht auch rein? Zufällig. Ja. Aha. Bringt mir das irgendwas? Das ist deine Entscheidung, ob dir das was bringt. Ich laufe einfach hier rein. Noch mehr Technik. Ist das das Troy Optimum Logo? Wo? Oh. Auf diesen komischen Zylindern drauf. Nein. Das sieht aber so aus. Ein Schlüssel fehlt. Wieso will ich Zug fahren? Oh, siehst du, der Knopf klemmt. Nein. Da.